Lieber Herr de Viel, lieber Herr Gerhard, Graf Lambsdorff, lieber Alexander, Herr Brüderle, lieber Rainer, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Ich danke der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Einladung, heute hier zu sprechen. Das letzte Mal, dass ich eine vergleichbare Rede in Deutschland hielt, war 2011 auf dem außerordentlichen Parteitag der FDP in Frankfurt. Damals sprach ich den Wunsch aus, die Kontakte zu unseren politischen Freunden in Deutschland zu intensivieren. Deshalb freue ich mich, heute hier zu sein und mit Ihnen zusammenzutreffen. Denn die Begegnungen mit deutschen Liberalen, sowohl mit der Friedrich-Naumann-Stiftung als auch mit der FDP, sind immer sehr fruchtbar. Und gute Beziehungen sind wichtig. Es ist wichtig, an einem Strang zu ziehen, wenn man gemeinsame Überzeugungen hat. So wie es meine Partei, die VVD, im Moment auch wieder mit der FDP und meinen guten Freunden Christian Lindner und Alexander Lambsdorff tut. 2011 befanden wir uns mitten in der Finanzkrise. Wenn sich der Mehrwert guter Beziehungen zwischen Ländern und politischen Bewegungen je erwiesen hat, dann in den vergangenen Jahren. Die globale Krise, aus der wir uns gerade herausbewegen, haben wir nur deshalb in den Griff bekommen, weil wir einmütig große Schritte gemacht haben. Deutschland und die Niederlande, beide Befürworter einer strengen Währungsdisziplin, standen bei der Beziehung des Monsters mit dem Namen Finanzkrise Seite an Seite. Der damalige Vizekanzler und FDP-Chef Philipp Rösler und seine Kollegen hielten genau wie die niederländischen Liberalen unbeirrt am eingeschlagenen Kurs fest. Und jetzt, knapp 3 Jahre danach, kommen wir in ruhigeres Fahrwasser. Nach Deutschland steuern jetzt auch die Niederlande wieder auf wirtschaftliches Wachstum zu. Das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller. Und das gibt Grund zur Hoffnung. Für Niederländer wie für Deutsche. Für alle, die jetzt wieder mehr Spielraum für unternehmerisches Handeln bekommen. Für alle, die einen geplanten Hauskauf nun endlich in Angriff nehmen können. Und für alle, die wieder Aussicht auf einen Job haben. Denn das hat für uns Liberalen natürlich immer und überall oberste Priorität. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Wachstum und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit ist das größte Problem unserer Zeit. Ich erlebe das in meinem Freundeskreis und Sie wahrscheinlich auch. Und natürlich gilt für mich, was für jeden Freund und jedes Familienmitglied gilt. Ich wünsche jedem vom Herzen eine Arbeitsstelle. Aber nicht der Staat schafft Arbeitsplätze, das machen die Unternehmen. Und viele Unternehmen sind stark vom Export abhängig. Also muss der Export erst wieder in Schwung kommen, bevor neue Arbeitsplätze entstehen. Und genau hier zeigt sich der Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit. Der Binnenmarkt ist unser ureigenstes Interesse. Das gilt für die Niederlande genauso wie für Deutschland. Dank dieses Mehrwerts können wir den Wahlen zum Europäischen Parlament Ende Mai voller Zuversicht entgegen sein. Doch daarbij zijn we niet blind oder naïef. We zien zeer wohl, viele Menschen in Europa sind nicht gut auf die Europäische Union zu sprechen. Auf diejenigen, die in de vergangenen jaren in Brüssel an den Schalthebelen saßen. Wenn wir nicht aufpassen, wird unser gemeinsames Projekt des Friedens zu einer Projektion der Unzufriedenheit. Jedenfalls unter Niederländern hat diese Unzufriedenheit, dieses Unbehagen mit der Bilanz zu tun, die die EU vorzuweisen hat. Oder besser, nicht vorzuweisen hat. Europa wird nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise angelastet, sondern auch die schnelle Erweiterung in den vergangenen Jahren. Zu oft wurden Vereinbarungen über den Haushalt oder über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Bis zum Beitritt ist das Bemühen noch zu erkennen. Aber sobald ein Land erst einmal in die EU, die Eurozone oder das Schengengebiet aufgenommen ist, mangelt es oft daran.
Häufig wurden die zuvor getroffenen Vereinbarungen nach der Aufnahme nicht ausreichend eingehalten. Das ärgert viele Menschen, und zwar zu Recht. So ist es zu einem Vertrauensbruch zwischen Brüssel und den Bürgern gekommen. Die Versprechungen, die die Europäische Union uns in der Vergangenheit gemacht hat, sind nur ungenügend erfüllt worden. Im Englischen gibt es dafür eine schöne Wendung: Overpromise and underdeliver. Europa wird immer häufiger mit einer anonymen bürokratischen Verwaltungsebene gleichgesetzt, in der nationale Souveränität gegen verbindliche Brüsseler Vorschriften eingetauscht wird. Wir als europäische Liberale haben die Aufgabe, das Vertrauen zwischen dem unpersönlichen Brüssel und den besorgten Bürgern wiederherzustellen, indem wir Europa reformieren und dafür sorgen, dass es sichtbar zum Nutzen der Bürger arbeitet. Den Glauben an ein zukunftsfähiges, funktionierendes Europa werden wir nicht durch Wahlen oder mit europäischen Spitzenkandidaten wiederherstellen. Der Ball liegt vor allem bei den nationalen Parlamenten, denn ihre Legitimation ist immer größer als die des Europarlaments. Darum sollten Sie sich auch in einem viel früheren Stadium und auch intensiver mit den Entscheidungen befassen, die in Brüssel getroffen werden. Hier in Deutschland kommt diese Botschaft konsequent in den Urteilen aus Karlsruhe zum Ausdruck. Bei uns in den Niederlanden haben die Bürger 2005 in einem Referendum Nein zur europäischen Verfassung gesagt. Eine viel gehörte Klage lautete damals: Europa bestimmt über uns, ist aber nicht auf unserer Seite. Die Niederlande haben damals vorgeschlagen, neben der gelben Karte auch eine orange Karte einzuführen, die es einer Mehrheit der nationalen Parlamenten ermöglicht, Vorschläge der Europäischen Kommission abzulehnen. Markus Löning, er ist heute hier, Markus Löning hat dies das holländische Farbenspiel genannt. Diese orange Karte aus Holland und die Richter in Karlsruhe weisen uns auf ein Prinzip hin, das zum Kern der europäischen Zusammenarbeit gehört: Subsidiarität. Also, Maßnahmen werden nur dann auf europäischer Ebene beschlossen, wenn es national nicht geht. Themenbereiche wie Gesundheits- und Bildungswesen oder Steuern sind für mich wirklich Bereiche, über die wir in Holland selbst entscheiden sollten. Der Arbeitsmarkt und das Sozialsystem sind bei uns auch anders organisiert als zum Beispiel in Deutschland. Und deshalb kümmern wir uns lieber selbst darum. Selbstverständlich können wir voneinander lernen und Best Practices austauschen. Das Primat muss aber bei den jeweiligen Mitgliedstaaten liegen. Europa muss schlank und flexibel sein, wenn es die Chancen nutzen will, die sich heute ankündigen. Dafür müssen gerade wir Liberale uns stark machen, denn Chancen gibt es reichlich. Für Wachstum und neue Jobs, für eine Weiterentwicklung des Binnenmarkts, aber auch für mehr Handel mit dem Rest der Welt. Die europäische Zusammenarbeit hat das Potenzial, diese starke Ausgangsposition auszubauen und zu kräftigen, um so das europäische Wohlstandsniveau weiter anzuheben. Aber dazu braucht es noch mehr. Die Welt verändert sich. Der Westen bestimmt nicht länger fast allein die Geschicke der Weltwirtschaft. Uns als Liberale verbindet, dass wir keine Angst haben. Wir sehen die Entwicklung in Asien, Afrika und Lateinamerika, der Aufstieg der anderen, wie es der indisch-amerikanische Journalist und Autor Farid Zakaria formuliert hat, zunächst einmal als Möglichkeit. Sich abzukapseln ist keine Lösung. So entstehen keine Jobs. So werden Jobs vernichtet. Wenn wir als Europa im 21. Jahrhundert ein Player von Format sein und bleiben wollen, brauchen wir Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und Willensstärke. In einer sich kontinuierlich verändernden Welt mit unvorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen kommt es darauf an, sowohl Kurs zu halten als auch flexibel zu sein. Kurs halten, wenn es etwa um strenge Finanzdisziplin geht. Flexibel sein, wenn es darum geht, sich auf die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten einzustellen, die sich überall auf der Welt abzeichnen, zum Teil
in Regionen, in denen wir es früher kaum erwartet hätten. So bieten sich nicht nur in Asië jede Menge Möglichkeiten, auch in Brasilien und Mexiko entstehen starke Marktwirtschaften und in Afrika bildet sich eine neue Mittelklasse heraus. Aber auch der weitere Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit westlichen Ländern hat große Chancen bereit. Ich nenne als Beispiel Kanada. Europa und Kanada haben im vergangenen Jahr auf ein Freihandelsabkommen verständigt, das den Niederlanden jährlich zwischen 600 Millionen und 1,2 Milliarden Euro einbringen wird. Derzeit wird auch über ein Freihandelsabkommen mit den USA verhandelt. Je nachdem, wie die Verhandlungen ausgehen, kann auch dieses Abkommen den Niederlanden einen wirtschaftlichen Vorteil von mehreren Milliarden Euro bescheren. Die Intensivierung der Handelsbeziehungen, die sich aus diesem Abkommen ergeben würde, brächte mehr Wohlstand und mehr Beschäftigung für Menschen in Deutschland, den Niederlanden und alle anderen Mitgliedstaaten der EU. Und genau hier liegt der Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit. Und ich kann es nicht oft genug sagen, dass wir als Liberale diese starke europäische Wirtschaft aktiv gestalten. Wir haben in diesem Punkt eine gute Bilanz vorzuweisen, auch in unseren eigenen Ländern. Es steht Applaus in meinem Text hier. Ja. So haben Liberale für die deutsche Wirtschaft eine kaum zu überschätzende Rolle gespielt. Es waren Liberale wie der Außenminister der Einheit Hans-Dietrich Genscher und Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, beide Ehrenvorsitzende der FDP, die maßgeblich zur Konsolidierung des deutschen und auch damit des europäischen Wohlstands nach dem Krieg beigetragen haben. Ohne Liberale kein Wirtschaftswunder. Ohne Liberale keine Reformen des Versorgungs- und des Wohlfahrtsstaates. Es waren deutsche Liberale, die stets die Flucht nach vorn antraten, wenn es um eine effektive und zielgerichtete europäische Zusammenarbeit ging. Am 5. Mai 1990 sagte Hans-Dietrich Genscher auf der Konferenz über die Wiedervereinigung Deutschlands, ich zitiere, unsere Verantwortung für die Zukunft Europas erfordert Entschlossenheit und Augenmaß. Es sind Genschers Schlüsselbegriffe, Verantwortung und Entschlossenheit, die man im modernen Deutschland immer öfter hört. Und das nicht nur aus liberalen Munde. Auch der über den Parteien stehende Bundespräsident Joachim Gauck rief kürzlich zu mehr Verantwortung und Entschlossenheit auf. Wenn auch unter dem Aspekt von mehr europäischer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit. Aber auch Bundeskanzlerin Merkel setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt, sich selbst, Europa und dem Rest der Welt gegenüber. Wir sollten uns zunächst einmal die Frage stellen, was für Europa wollen wir eigentlich? Unter welchen Umständen geht es Ihnen und mir am besten? Wir alle sind am glücklichsten und es geht uns am besten, wenn wir die Freiheit und den Spielraum haben, das zu tun, worin wir gut sind. Für Deutschland und die Niederlande als Exportnationen bedeutet das unter anderem, je leichter es ist, Handel zu treiben, desto besser sind die Aussichten, dass Arbeitsplätze entstehen. Je mehr Menschen Arbeit haben, desto besser ist das für ihr Selbstwertgefühl und ihre Fähigkeit, selbst für sich aufzukommen. Es ist aber auch gut für unsere beiden Volkswirtschaften. Und deshalb sollte sich die neue Europäische Kommission vornehmlich um vier Aufgaben kümmern. Sie sollte den Binnenmarkt stärken, den internationalen Handel fördern, konsequenter auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen drängen und nur das in Brüssel regeln, was unbedingt europäisch geregelt werden muss. Wenn wir Europa wirklich schlank und flexibel machen wollen, dann müssen wir genau prüfen, was besser in den nationalen Parlamenten erledigt werden kann. Dann wird auch der Aufgabenkatalog der EU übersichtlicher, zielgerichteter und effektiver. Wenn wir in Deutschland und den Niederlanden mehr Wachstum
uns beschäftigen wollen, müssen wir vor allem den Binnenmarkt stärken. Das merken die Menschen auch in ihrem Geldbeutel. Auch müssen wir die Möglichkeiten besser nutzen, die die Online-Wirtschaft bietet. Deshalb muss die neue Kommission möglichst bald nach ihrem Amtsantritt die europäische digitale Agenda unserer liberale EU-Kommissarin Nelly Kroes umsetzen. Je schneller alle Mitgliedstaaten Zugang zu schnellem Breitbandinternet haben, desto schneller kann Wirtschaftswachstum generiert werden. Schätzungen zufolge kann die vollständige Umsetzung der Agenda bis zu 5% zusätzliches Wachstum und 3,8 Millionen neue Arbeitsplätze bringen. Und genau darum brauchen wir möglichst viele liberale Abgeordnete im Europäischen Parlament. Die Liberalen müssen darauf achten, dass sich die Kommission an diese Agenda hält. Die Liberalen müssen den Druck erhöhen und dafür sorgen, dass die unabdingbaren Voraussetzungen für zusätzliches Wachstum erfüllt werden. Der Ball liegt bei uns. Wir wissen, was zu tun ist. Wir dürfen nicht zuwarten. Wir müssen das Heft in die Hand nehmen und die Flucht nach vorn antreten. Dazu braucht es mehr denn je eine aktive und kritische Haltung gegenüber der europäischen Zusammenarbeit. Die Wahlen nächsten Monat verlangen von unserer Seite eine ebenso ehrliche wie optimistische Botschaft. Liberalen sind kein Sprinter, sondern ein Marathonläufer. Schon immer gewesen. Herr Brüdele, einverstanden doch? Ja. Das bedeutet Durchhaltevermögen, Spannkraft, hart arbeiten, unpopuläre Entscheidungen mittragen, Verantwortung übernehmen, uns nicht beirren lassen und Chancen erkennen und nutzen. Unsere realistische Botschaft von einem schlanken und flexiblen Europa, das sich für mehr Freiheit, Wohlstand und Sicherheit einsetzt, wird von protektionistisch eingestellten Parteien gescholten werden. Das wissen wir jetzt schon. Aber ihre Alternativen sind keine Lösungen. Die europäische Zusammenarbeit hat sich nachweislich bezahlt gemacht. Und auf diesem Weg müssen wir weitergehen. In diesen Zeiten gewiss keine leichte Botschaft. Aber wir sind es unseren Wählern schuldig, für sie das Bestmögliche herauszuholen. Mehr Geld in Portemonnaie, mehr Freiheit, damit wir so leben können, wie wir es möchten, und mehr Sicherheit. Diesseits und jenseits der europäischen Grenzen sind keine leeren Versprechungen. Es sind realistische Ziele, die wir erreichen können, wenn wir unermüdlich und unbeirrt unsere liberale Agenda im Auge behalten. Letztlich ist es ganz einfach. Wenn wir sowohl in Europa vorankommen, als auch in unseren Ländern mehr Zustimmung für Europa erreichen wollen, dann müssen wir mehr denn je für unsere Ziele kämpfen. Für mehr Freiheit in Deutschland und den Niederlanden, weil sich Europa mit seinen Kernaufgaben beschränkt und damit den Mitgliedstaaten Spielraum lässt, eigene Entscheidungen zu treffen. Für mehr Wohlstand in Deutschland und den Niederlanden, weil Europa den Binnenmarkt stärkt und den Außenhandel fördert. Für mehr Sicherheit in Deutschland und den Niederlanden, weil die Kriminalität nicht an Landesgrenzen Halt macht. Die Glaubwürdigkeit der europäischen Zusammenarbeit hängt eng zusammen mit unserem Engagement auf diese Gebieten und damit, ob wir uns an die Vereinbarungen halten, die wir mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Haushaltsdisziplin getroffen haben. Wir sollten die Zeit des Wahlkampfs optimal dazu nutzen, für unsere liberale Standpunkte zu werben. Und nach den Wahlen sollten wir alles daran setzen, unsere Ideen in Taten umzusetzen. Nur wenn wir handeln, können wir etwas verändern und Vertrauen zurückgewinnen. Und wenn wir vermitteln können, dass die europäische Zusammenarbeit gut ist für unsere Freiheit, unsere Sicherheit stärkt und unseren Wohlstand auch künftig steigert, dann werden wir die Menschen auch überzeugen. Mit diesem Ziel vor Augen ziehen wir in den Wahlkampf. Und ich freue mich auf eine große liberale Fraktion mit vielen Vertretern von FDP und VVD. Ich danke Ihnen. Ja.
bleiben Sie noch einen Moment bei mir stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Ministerpräsident, ich halte jetzt keine längere Abschlussrede. Zunächst wollte ich mit dem Dank Ihnen, Mark Rutte, die Gründungsmedaille der Friedrich-Naumann-Stiftung überreichen mit der ersten Unterschrift von Theodor Heuss und mich herzlich bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank noch einmal abschließend an Sie. Herr Ministerpräsident, Alexander Graf Lambsdorff hat bedeutsam eingeleitet mit dem Hinweis auf die Repräsentanten der Freiheitsgeschichte in den Niederlanden, der Marktöffnung, des freien Denkens, des Handels weltweit, des Rule of Law. Wir haben in Deutschland ziemlich lange gebraucht. Heinrich August Winkler hat das ja in seinem Buch Der lange Weg nach Westen beschrieben. Und der Großvater von Ludwig Theodor Heuss hat das bei den Debatten über das Grundgesetz ausgedrückt, was denn nun das wirklich bedeutet. Und er hat gesagt, das ist endlich die Versöhnung der politischen Eliten Deutschlands mit den parlamentarischen Systemen des Westens. Und deshalb ist das nicht nur eine Beziehung zwischen einem Nachbarland und einem anderen Land. Es ist eine Wertegemeinschaft. Es ist eine Wertegemeinschaft. Und es geht nicht nur nach Wachstumsraten, sondern nach Werten, wie Menschen zusammenleben wollen. Mark Rutte, Sie sind einer der Repräsentanten unserer liberalen Familie in Europa, der das verkörpert. Wir sind eine Stiftung, die das genauso sieht. Und die beiden familiär befreundeten Parteien sind auf gleichem Wege gegangen in den letzten Jahren, und zwar in den kritischsten Situationen. Im Übrigen jeder in seinem Land gegen Widerstände. Sie haben die auch überwinden müssen. Da sind Sie nicht auf Rosen gebettet, wenn man die öffentlichen Diskussionen in den Niederlanden sieht, auch bei uns nicht. Aber ich will das zum Abschluss sagen, man muss auch Courage haben, man muss auch gegen manchen Popularismus stehen, man muss den Menschen vermitteln, wo man seinen Standpunkt hat und auf was man hinaus will. Und eins können wir sagen, Europa hat Rückschläge gehabt. Aber wenn wir es heute nicht hätten, müssten wir es erfinden. Und mit diesem Wort bedanke ich mich bei Ihnen.